Ja, grüezi miteinander. Das ist doch Servus. Wir sind in Bayern, da sagt man Servus. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor jetzt wieder jemand was sagt, ich weiß, es ist jetzt, ich glaube, heute beginnt Oktober. Das heißt, die Adventszeit ist noch richtig lange hin, also so lange jetzt auch mal wieder nicht. Aber Leute, gibt es bei euch auch schon in den Supermärkten Lebkuchen, alles mögliche weihnachtliche Tees und so weiter zu kaufen? Das ist wirklich schockierend. Bei uns ist gerade noch die Wiesn. Gerade noch, ich glaube, 4 Tage geht die noch. Und ich war letztens auf einem Event von Douglas und da habe ich ganz, ganz lieb gefragt, ob ich nicht eventuell einen Adventskalender kriegen kann. Und Leute, ich habe einen abstauben können und den möchte ich mit euch heute auspacken. Jetzt habe ich mich fast geschlagen. Ihr seht, der füllt das ganze Bild aus. Der ist wirklich riesengroß. Und das Allerbeste an der Sache ist, ich habe 2! Das heißt, einen verlose ich in diesem Video. Also bleibt unbedingt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ganz kurz nochmal vorweg, ich werde natürlich nicht jedes Türchen öffnen. Jeder, der von euch das überhaupt gar nicht sehen möchte, also wirklich kein einziges geöffnetes Türchen sehen möchte, für den ist dieses Video hier nichts. Ich werde mir jetzt den Kalender einmal anschauen. Ich werde so 6 Türchen aufmachen, wahrscheinlich mal reingucken, was es da so zu ergattern gibt und sagen, ob es cool ist, ob es sich lohnt, ob es nicht cool ist. Genau, und für jeden, der sich wirklich von Anfang an überraschen lassen möchte, für den ist jetzt dieses Video nichts, aber für alle anderen, die gucken wollen, ob sich das Geld lohnt, das Ganze kostet hier nämlich 30 Euro, der kann gerne dranbleiben. Der hier bleibt natürlich verpackt, der geht an einen von euch. Was ihr dafür tun müsst, steht in der Infobox und werde ich euch nochmal am Ende erwähnen. Ups. So, das ist nun das gute Stück. Ich habe schon zu Douglas gesagt, wie wunderschön ich es finde, dass alles in den Douglas-Farben gehalten ist. Also so Mint, ich finde diese Farbe der Hammer. Unsere Couchkissen im Sommer sind auch Mintfarben. Ja, ich tausche da die Kissen, weil ich es einfach gemütlicher finde. 24 Türchen logischerweise. Ich habe im Douglas steht ein Kalender offen da und man sieht, was drin ist. Ich habe mit Absicht nicht hingeguckt und ich habe mir noch keine anderen Videos angeschaut. Hier sind schon Marken markiert. Oh Gott, ich kriege den gar nicht so drauf. Da steht Ariana Grande, Toni Gard, Isadora, Detox, Douglas Eigenmarke natürlich und sehr praktisch zum Heben. Und ich würde sagen, ich entferne jetzt zuallererst mal die Folie und dann schauen wir gleich mal. Oh mein Gott, das ist richtig strange. Einfach mal, wir haben gerade den 30. September einen Adventskalender auszupacken. Ich habe auch noch ganz viele andere bei mir zu Hause rumstehen. Wenn ihr mehr Videos möchtet, wo ich einfach euch noch ein paar Adventskalender zeige, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann mache ich das natürlich für euch. Leute, das Video ist eigentlich schon längst abgedreht, nur mir ist gerade was aufgefallen. Auf der Rückseite vom Adventskalender steht jedes einzelne Produkt und wo es zu finden ist. Also hier aufgelistet. Also wer von euch wirklich nicht wissen will, was drin ist, der darf auch nicht auf die Rückseite gucken. Da muss ich die zukleben. Hier steht alles drauf. Das erste Türchen lasse ich zu. Ich suche jetzt mal das dritte Türchen. Nummer 3. Oh, das ist ein ganz schön großes Türchen. Oh, cool. Hydrating Gloves Body. Nee, oder? Feuchtigkeit spendende Handschuhe sind das. Und hier steht innen noch was zum Produkt. Masken pflegen nicht nur ihr Gesicht. Mit dieser besonderen Sheet Mask von Douglas versorgen sie ihre Hände für bis zu 8 Stunden mit Feuchtigkeit. Die Maske wird wie ein Handschuh angewendet und ist mit japanischer Kirschblüte angereichert. Kirschblüte ist bekannt für ihren aufbauenden und pflegenden Effekt und zaubert ihre Hände samtig weich. Und wer jetzt mein letztes Video gesehen hat, meine 15 Herbst-Must-Haves, verlinke ich euch auch nochmal oben, weiß, dass ich sehr trockene Hände im Winter vor allem habe. Und ich glaube, das teste ich definitiv mal aus und finde ich ein richtig cooles Produkt. So, jetzt muss ich mir gut überlegen, was ich noch für ein Türchen aufmache. Ich nehme jetzt die 7, weil die 7 ist meine Glückszahl. 7, okay, alles klar. Das ist dieses Türchen hier. Das macht Spaß. My Honey von Toni Gard, ein Shower Gel.
Cool. Und was steht hier? Sie lieben den Duft My Honey. Ihre Haut liebt die langanhaltende Frische und das pure Wohlgefühl. Das riecht total frisch vor allem. Also so blumig frisch. Solche Düfte mag ich ja total gerne. Und es ist so rosa und glitzert. Achso, wer auf die Idee kommt, das Video ist nicht gesponsert, aber wirklich danke an Douglas, denn ich habe die 2 Kalender kostenfrei zur Verfügung geschenkt bekommen. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und jetzt haben wir die 7 aufgemacht. Jetzt ist dran die 13. Wir nehmen die 13. Das ist einmal hier unten. Ups, ich sehe es noch gar nicht. Okay, das ist was ganz Kleines. Das ist von Detox. Eine Rich Cream. Zellregenerierende Gesichtscreme ist das. Bio-Detox, Macadamiaöl und Hyaluron. Das klingt für mich wirklich sehr interessant. Ich finde Macadamiaöl, Hyaluron und Detox ist eine tolle Mischung. Und hier steht die reichhaltige antioxidative Gesichtspflege, stimuliert die Zellenerneuerung und wehrt freie Radikale ab. Falten werden gemildert und die Haut erhält eine jugendliche Ausstrahlung. Na, wer will das nicht? Sehr cool. Ich fühle mich hier, wie wenn das mein Ghetto-Blaster wäre. Das riecht jetzt eher weniger nach etwas, was ich aber nicht schlimm finde, weil es ja fürs Gesicht ist. Aber es riecht auch so ein bisschen, also sehr nach Creme. Den Geruch mag ich sehr gerne, wie bei Nivea eigentlich schon fast. Riecht gut. Okay, Luca sagt jetzt, welches Türchen geöffnet wird, welche Nummer. Oder hast du die 9 schon? Die 9 habe ich auch noch nicht. Was? Er will die 9, okay. Hier, das ist direkt gegenüber. Upsala. Hallo, hallo. Eine Badetablette von der Douglas Eigenmarke löst sich im Wasser in winzige Schaumbläschen auf, die auf ihrer Haut sanft prickelnd zerplatzen. Genießen Sie die sinnlich orientalische Duftkomposition, die Körper und Geist in Einklang bringt. Das riecht richtig, richtig lecker, richtig pflegend und es erinnert mich an einen Duschschaum, den ich schon besitze. Mir fällt jetzt aber da gerade nicht der Name ein. Riecht mega, mega, mega gut. Zum Glück habe ich eine Badewanne. Okay, Schatz, du darfst nochmal eine Nummer sagen. Jetzt haben wir die 9. Du wolltest die 17 vorher. Dann machen wir jetzt nochmal die 17. Die 17 ist einmal hier. Was ist das denn? Ein Eau de Parfum von Anayake. Ich spreche es hundertprozentig falsch aus. Ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Mal gucken, hier steht, erleben Sie ein Duftabenteuer und entdecken Sie das Eau de Parfum Kimitsu for Her von Anayake. Sorry. Wir riechen einfach mal dran, das sagt mehr als 1000 Worte. Okay, für die Handtasche ist es eine sehr, sehr praktische Größe. Ah, wie praktisch, da ist ein Metallrollkügelchen dran. Kann man sich direkt hier aufgeben. Boah, Schatz, riech mal. So ähnlich wie ein Parfüm, das du hast. Parfüm! Also Luca und ich haben jetzt lange überlegt und herausgefunden, so riecht Lukas Mama. Also so ähnlich, es erinnert uns sehr an ihren Duft. Vielleicht schenke ich ihr das sogar. Vielleicht hat sie das sogar, vielleicht ist es ihr Parfüm. Kann ja gut sein, ne? Also, finde ich, riecht sehr gut und ist sehr praktisch, dass man sich es eben so aufrollen kann und dass es so groß ist für die Handtasche. Jetzt haben wir 5 Produkte schon. Ich würde mal sagen, wir nähern uns ein bisschen Weihnachten. Und wir öffnen die 22. Oh, ein Nagellack, Leute. Cool. Und das ist so ein richtig schönes weihnachtliches Rot. Wahrscheinlich extra im 22., dass man sich noch schön die Nägel lackieren kann zu Weihnachten. Das ist so ein richtig schönes weihnachtliches Rot. Die Farbe gefällt mir wirklich richtig gut. Und auch in meinem Herbstvideo habe ich euch von dieser Nagellackfarbe erzählt. Also von so einem schönen Dunkelrot für Herbst und für Winter. Finde ich sehr, sehr schön. Okay, ein Türchen mache ich noch auf mit euch. Ein Türchen. Schatz, welches Türchen soll ich öffnen? Ich glaube, ich nehme die 6. Oh, wie süß. Wer bist du denn? Oh, wie süß. Schaut mal, Leute. Eine Christmas-Maske. Xmas Spice. Hauterholung glättend, intensive Feuchtigkeit. Eine Fleece-Mask. Eine Santa Claus Face
Fleece Mask. Das finde ich wirklich, wirklich spitze. Für eine erholte und geschmeidige Haut, kleiner Tipp, die Masken sind auch mit weiteren Weihnachtsmotiven für noch mehr Freude und Spaß zur Weihnachtszeit erhältlich. Das finde ich wirklich richtig cool. Das macht doch Spaß so. Alles klar, Leute, ich habe jetzt 7 Türchen mit euch zusammen aufgemacht und ich muss wirklich sagen, das, was ich jetzt gesehen habe, finde ich wirklich sehr cool. Ich finde, man kann in ein paar Sachen reinschnuppern und sich überlegen, ob man sich das nicht auch in der Originalgröße zulegen möchte. Das hier zum Beispiel von Tony Guard, finde ich, riecht extrem gut. Wirklich richtig gut und ich werde das bestimmt mal unter der Dusche ausprobieren, schauen, ob es mir da immer noch so gut gefällt, weil manchmal verändert sich ja der Duft nochmal, wenn es mit Wasser in Kontakt kommt. Finde ich wirklich cool, auch die Maske ist cool, das Parfum ist super praktisch. Manchmal hat man ja doch eine kleine Handtasche und möchte auf ein Parfum nicht verzichten. Für sowas ist das perfekt. Etwas für die Handpflege, etwas zum Baden, etwas für die Pflege fürs Gesicht und dekorative Kosmetik, was hier zum Beispiel den Nagellack angeht. Also hier ist wirklich die Auswahl groß. Die Marken, die sich hierin befinden, stehen ja schon auf dem Kalender. Das heißt, man weiß ungefähr, auf was man sich einlässt. Ich hoffe, ich konnte euch einen besseren Blick in den Douglas Adventskalender geben. Der letztes Jahr war ja auch schon mega und ich finde den dieses Jahr auch richtig toll. Oh ja. Und hier steht Only at Douglas. Wahrscheinlich gibt es den nicht online, das weiß ich gerade gar nicht. Wenn es den online gibt, verlinke ich euch den in der Infobox. Wer gut aufgepasst hat, weiß, dass es jetzt noch einen geschlossenen gibt. Und zwar an einen von euch möchte ich den verlosen. Und das Einzige, was ihr hierfür tun müsst, um den Adventskalender von Douglas zu gewinnen, ist natürlich Abonnent meines Kanals zu sein, weil die Verlosung natürlich an allen von meinen treuen Abonnenten gehen soll, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und in die Kommentare zu schreiben, was euer Lieblings-Adventskalender war. Ob es früher der Schoko-Adventskalender war, ob es letztes Jahr ein Beauty-Kalender war von Essence, NYX oder Douglas. Das möchte ich wirklich gerne mal wissen. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, ob euch noch weitere Adventskalender interessieren, ob ich noch weitere unboxen soll. Ich hätte hier noch einen von Essence und noch viele andere. Die liegen hier alle in meinem Wohnzimmer. Also lasst mich das gerne wissen. Mich würde es natürlich riesig freuen, wenn ihr mich einmal auf Instagram abonniert oder hier auf YouTube, das könnt ihr einmal hier machen. Und hier verlinke ich euch nochmal die letzten 2 Videos, da könnt ihr auch nochmal gerne vorbeischauen. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich, dass ihr mit dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!